Hallöchen meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu Mario Kart 8. Bevor wir mit euren Themen, Schrägstrich Fragen anfangen, habe ich zwei Themen, die ich sehr gerne ansprechen würde. Und zwar ist das erste Thema, mir wurde in die Kommentare geschrieben vom lieben Alex, ob ich denn da Project Zero, Priesterin des schwarzen Wassers, demnächst rauskommt, ob ich das dann irgendwann LP'en werde. Und ich habe mir das Spiel angeschaut und das ist ein Nintendo-Horror-Titel und geht's noch genialer für den Kanal? Also das wird auf jeden Fall passen. Und dann meine Frage, hättet ihr da eventuell Interesse dran? Also ich hätte auf jeden Fall Interesse dran. Das Spiel sieht meiner Meinung nach sogar mega gut aus. Das erinnert mich ein bisschen an das Horrorspiel White Day. Das ist ja auch so ein koreanisches Horror-Game oder koreanisch, sage ich schon. Auf jeden Fall asiatisches. Ich kann jetzt nicht genau sagen, aus welchem Land genau, aber auf jeden Fall asiatisch. Und ich hätte auf jeden Fall Interesse daran, das Spiel zu LP'en. Also, guckt euch den Trailer an, Project Zero. Und sagt mir eure Meinung zum Spiel und ob ihr es sehen wollt, den Horrortitel für die Wii U. Das nächste Thema, was ich ansprechen wollte. Aua! Das handelt sich auch um das nächste Horrorprojekt, da Cry of Fear sich langsam dem Ende zuneigt. Muss ja ein Ersatzprojekt her, beziehungsweise ja, das Projekt, was danach kommt. Und was ich zur Auswahl habe, ist zum Beispiel Collard, wo ich ja damals euch entschieden gelassen habe. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. ob ich Cry of Fear oder Collard als Projekt starten soll. Und ihr habt euch für Cry of Fear entschieden. Und einige haben sich halt Collard gewünscht. Sonst, ja. Lasse ich euch einfach die Entscheidung, was ihr nach Cry of Fear... das habe ich voll verschissen, ne? Was ihr nach Cry of Fear haben wollt. Ihr könnt entscheiden. So, jetzt fangen wir mit den Fragen an. Kim hat mir unten in die Kommentare geschrieben, dein Lehrer kann dich nicht leiden, deshalb gibt er dir schlechtere Noten. Was würdest du tun? Ich würde ihn auch mies behandeln, da er mich mies behandelt. Und ja, das finde ich ein bisschen assi, wenn Lehrer einen ohne Grund nicht mögen. Und ja, denn der Lehrer gibt dir... Dein Ernst! Denn der Lehrer gibt dir ja Noten und diese Noten sind ja nachher entscheidend, beziehungsweise das Schlimme ist ja, wenn man dann in der Abschlussklasse einen neuen Lehrer bekommt, der dich nicht leiden kann und dir deswegen eine schlimme Note gibt. Das wäre ja... Oh, ich hatte gerade einen Pilz, das wäre total assi und der würde dir damit deine Zukunft verbauen. Und deswegen würde ich... Als erstes könnte man mit ihm reden. Wenn das nichts bringt, ja, wäre ich auch assi zu ihm. Also das würde ich so in der Situation machen, wenn ein Lehrer dann mich nicht leiden kann und mir deswegen eine schlechte Note geben würde. Die zweite Frage von ihr. Du läufst am späten Abend durch den Wald und dir kommt eine Person entgegen. Meine Reaktion. Meine Reaktion darauf wäre erstmal... Ich hatte schon öfter solche Situationen, jetzt nicht im Wald, aber... Schon, wo es dunkel war und an anderen gruseligen Orten, wie zum Beispiel bei uns der Park. Oh, gruselig. Nachts ist ja zumindest nicht gruselig, auf jeden Fall. Ja, wenn die Person mir entgegenkommt, ich würde halt ganz normal gehen. Natürlich denkt man sich dann schon so im ersten Moment. Ja, hoffentlich passiert nichts, der sieht ja nicht gerade nett aus. Und ja, wenn er einfach nur vorbeigeht, ist es ja nicht schlimm. Allerdings, wenn er einen anguckt, ja, das ist ja auch nicht schlimm, wenn er einen anguckt, aber... Wenn er dann so in deine Richtung geht, also beziehungsweise immer näher zu dir, dann würde ich schon irgendwas machen. Und wenn er dich dann im Endeffekt irgendwie anpacken würde oder sowas, dann würde ich persönlich ihn fragen, was das soll. Und ja, so würde ich wahrscheinlich reagieren. Was für ein Haustier willst du mal haben? Ich wünsche mir wirklich seit Ewigkeiten einen Hund. Ich werde mir auch irgendwann einen Hund holen, wenn ich meine eigene Wohnung habe. Das wird mega pornös auf jeden Fall. Ich würde den Hund Sherlock nennen. Auch wenn der Hund im Endeffekt ein Weibchen wäre. Das wäre mir eigentlich, glaube ich, relativ egal. Würdest du mal in eine WG ziehen? Ja, würde ich lieben gerne, allerdings mit den richtigen Personen. Bin ich mit einer falschen Person in der WG, dann... Das wäre das Leben auf jeden Fall... etwas schwerer, beziehungsweise das wäre nicht so schnieke, wenn man sich dann im Endeffekt nicht so mit der Person verträgt. Und ja, wäre nicht so toll.
Gaspedal runter und zur nächsten Frage. Halligalli-Knaller hat mich gefragt. Klingt Peach wie ein japanischer Pornostar? Ein bisschen? Das passt schon mal, dass wir gerade Peach fahren. Weiß eher so ein bisschen, aber eher wie so eine Anime-Figur, würde ich jetzt mal so sagen. Also Pornostar, keine Ahnung. Fragen wir Google, aber ich will nicht Peach Pornostar eingeben im Notfall, beziehungsweise, ja, im Notfall. Was ist hier im Notfall? Im schlimmsten Fall wird Google dann halt nur Peach Porno lesen und das wäre dann ganz, ganz schlimm im Endeffekt und das wird die komplette Kindheit zerstören. Deswegen gehe ich das Risiko lieber nicht ein. Der Easy Excessive hat mir 5 Fragen in die Kommentare geschrieben und wir werden sie jetzt beantworten. Erstens, was hältst du von Meinungs-YouTubern, Kanalzerstörer? Was halte ich von Kanalzerstörern? Ich finde die wirklich mega assi, vor allem wenn man dann noch kleiner ist. Dann ist das sehr schlimm, denn wenn man kleiner ist, da hat man halt noch nicht so den großen Support. Wenn man größer ist, ist es ja egal, wenn da halt so ein paar Hater rumlaufen. Ich meine, viel mehr mögen einen und ja, man sollte nie auf Hater hören. Aber wenn man jetzt zum Beispiel kleiner ist und halt nicht so das teuerste Equipment hat und ja, wenn dann eine falsche Person den Kanal entdeckt und dann im Endeffekt ein paar Dislikes da lässt, Beleidigungen in die Kommentare schreibt, ich finde das mega unfair. Ich meine, wenn er doch Spaß daran hat, dann lass ihn doch einfach und hab nichts dagegen. Wenn du ein Hobby hast, dann kommt auch nicht irgendeiner hin und sagt, keine Ahnung, du Hurensohn, hör auf damit. Dislike. Ins Face. Würdest du gerne mal auf die Video-Days gehen? Das ist eine zweite Frage. Ah, ich bin nicht so der Fan von den Video-Days, vor allem, weil die meisten YouTuber, die da sind, das sind auch meiner Meinung nach, also nicht meiner Meinung nach, sondern die YouTuber mag ich nicht so gerne, beziehungsweise ich verfolge den nicht. Ich bin ja immer noch so der Fan von den Traditions-LPern, sage ich mal so. Und da sind ja auch relativ viele Lifestyle-YouTuber und so. Natürlich gibt es auch einige LPer, die dann im Endeffekt drauf sind, aber ja, ich bin nicht so der Fan von den Video-Days, sagen wir es so. Ich finde die Gamescom da geiler. Ich war dieses Jahr auch auf der Gamescom, aber ich muss sagen, ich laufe da lieber rum und gucke mir alles genauer an, statt selber zu spielen. Denn selber spielen, da muss man sich ein paar Stunden lang anstehen und das ist mega nervig, sage ich mal so. Was würdest du tun, wenn ich meine Kreditkarte verliere und mein ganzes Geld? Ich weiß jetzt nicht, warum ich das ganze Geld verlieren sollte, denn wenn ich merke, oh, die Kreditkarte ist weg, das merkt man, glaube ich, spätestens am Abend. Gut, natürlich könnte es sein, dass jemand die Karte vorher gefunden hat und direkt das Geld ausgegeben hat. Das kann natürlich sein. Ja. Das wäre im Endeffekt meine Schuld und deswegen würde ich mich nicht so... Ja gut, ich würde mich aufregen, aber es wäre meine Schuld, meine Dummheit. Und ja, kann man im Endeffekt nichts machen. Es kommt darauf an, wie viel Geld ich dann auf dem Konto hätte, was dann weg wäre. Reden wir jetzt von 100 Euro? Euro. Ja, ist schmerzhaft, tut weh. Reden wir von 1000 Euro und von 10.000, dann... Boah, das wäre total ärgerlich auf jeden Fall. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz mal was wegcutten, weil ich wie immer im LP gestört wurde. Wenn einer von euch Zeit hat, zählt mal bitte ab jetzt mit, wie viel wir wohl in einem Jahr schaffen. Kommentieren, also die vierte Frage vom Easy Excessive ist, kommentieren ab und zu noch welche bei Player Get... Wow, da habe ich die Banane wohl weit weggeworfen. Bei Player Get On. Ja, wirklich. Also letztens, naja, öfters eigentlich noch. Vor allem hat da jemand geschrieben, ob er noch besucht werden kann in COC oder so. Dann denke ich mir immer, benutzt du Internet Explorer oder hast du das neueste Video nicht da gesehen auf dem Kanal? Aber egal, kann man nichts machen. Sollen die kommentieren? Ich antworte natürlich noch, denn ich sehe ja im Benachrichtigungsfeld, dass da irgendwas geschrieben wurde, beziehungsweise irgendein Kommentar oder sowas in der Art. Die fünfte Frage ist, was hältst du von Galileo Big Pictures? Nein, nicht die erste Platzbombe und nicht in der Kurve. Ja, wobei, ich bin eigentlich relativ gut gelandet. Ich bin nicht so der Fan davon, aber ich bin momentan auch nicht so der Fan davon vom Fernsehen. Also ich gucke momentan gar kein Fernsehen mehr. Das Problem ist, es reizt mich einfach nichts mehr am Fernsehen. Da läuft meiner Meinung nach nur noch Müll und diese ganzen Assi-Sendungen. Ich habe letztes Mal wieder reingeschaut und habe mir so gedacht, wie hat sich das Fernsehen entwickelt?
Ich kann mich noch erinnern. Damals, wo ich noch in der Grundschule war, da bin ich extra nach Hause gelaufen, um das Nachmittagsprogramm zu sehen, wo noch die ganzen Animes liefen. Das waren glorreiche Zeiten damals auf RTL 2. Oh. Ich würde mir die Zeit wirklich gerne wieder wünschen, auch wenn ich die Zeit dazu habe, die ganze Serien zu gucken. Vielleicht am Wochenende, das wäre genial auf jeden Fall. Da würde ich auch mal wieder den Fernseher einschalten und nicht nur um eine PS3 oder sowas in der Art zu spielen. So, jetzt kommen wir zu den nächsten Fragen. Die erste Frage, du darfst dir ein Spiel selbst machen mit einer Firma deiner Wahl. Du darfst so viel investieren, so viel du willst und selbst entscheiden, was für ein Spiel. Aber du darfst nie wieder einen YouTube-Kanal eröffnen und musst Thomas gerne schließen. Aber wenn du willst, machst du kein Spiel und kein... Und der Kanal geht weiter. Was wählst du? Ich will den Kanal weitermachen. Aber ich bin, also beziehungsweise ich mache ja mit ein paar Freunden momentan arbeiten wir an einem Horrorspiel. Falls ich das noch nicht in einem Mario Kart Part erwähnt habe, denn ich erwähne das meistens eher in den Horror-LPs und nicht in Mario Kart. Wann genau das Spiel rauskommen wird, ist circa nächstes Jahr irgendwann. Ich glaube eher zum Ende hin. Was ich am Spiel mache, ist die Story und ich bin der Synchronsprecher. Genial! Falls ihr jetzt fragt, welches Spiel LP, klar. So, welchen Prominenten würdest du gerne treffen? Keine YouTuber, also richtige Prominenten. Robert Downey Jr., der Schauspieler von Iron Man und Sherlock Holmes, und Benedict Cumberbatch, der Schauspieler von Sherlock in der Serie Sherlock. Geil. Mit welchen YouTubern würdest du in eine WG ziehen wollen? Oh, ich würde sehr gerne mit ApeCram in eine WG ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass es echt lustig wird. Allerdings wird mir wahrscheinlich der Schlaf geraubt. Da die Jungs wahrscheinlich sehr laut sind. Da die auch immer nachts aufnehmen. Und nicht wie ich immer am Nachmittag bzw. Abend. Wie würdest du gerne sterben? Ich weiß, sowas sollte man zwar nicht fragen, aber damn. It feels good to be a gangster. So, das war's. Ja, normalerweise beantworte ich es nicht, aber dadurch, dass du so ein Gangster warst, beantworte ich es mal. Ja, was glaube ich so gesehen am angenehmsten ist, wenn man im Endeffekt in einem hohen Alter, so 200 ungefähr, einfach einschläft. Das ist glaube ich das Beste, was man in so einer Situation machen kann. Denn so andere Tode weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel irgendwie in der Schießerei erschossen wird oder sowas. Oder was ich auch mir mega schlimm vorstelle, ist, wenn man irgendwie ertrinkt. Boah, das kann ich gar nicht ab. Ich krieg schon voll die Panik, wenn ich im Freibad bin und dann tauchen gehe. Krieg ich auch die Panik des Lebens. Und ertrinken stelle ich mir wirklich sehr schlimm vor. Also, ja. Gut, kommen wir zu den nächsten Fragen. Jonas Kraus hat mir einige Fragen gestellt zum Thema Clash of Clans und normale Fragen. Aber zu den Fragen kommen wir im nächsten Rennen. Die erste Frage ist, was hältst du von den Typen in COC, die den global vollspammen, weil sie wollen, dass alle in ihren Clan gehen? Mag ich nicht so besonders, also regen auf, aber eigentlich der globale Chat da ist ja dazu gedacht, also ja. Was meinst du zu den Typen, die über COC eine Freundin suchen? Das ist ja nicht nur in COC das Schlimme. Die Typen findest du überall und meistens sind diese Typen, keine Ahnung, 10 Jahre alt und geben auch ihre WhatsApp-Nummer raus. Dann denke ich mir auch nur immer so, Junge, hat dich keiner im Internet aufgeklärt, was soll das? Deswegen würde ich meinem Kind, also wenn ich irgendwann Vater bin, dann gebe ich mein Kind erst mit 13 Smartphone, vorher nicht. Und vorher wird er auch keinen großen Kontakt zum Internet haben. Ich werde dafür sorgen, auf jeden Fall. Ist mir auch egal, ob seine Freunde schon so eine PS10 haben und das Samsung Galaxy S30, aber... Bam, Junge, ah, da habe ich jetzt die Kurve verschissen. Manno! Was ist meine Lieblingstruppe bei COC? Ich spiele das Spiel momentan gar nicht mehr. Ich habe es auch schon deinstalliert, weil mich das Spiel wirklich gar nicht mehr interessiert und ich gar keinen Spaß mehr dran habe. Aber ich würde sagen, Magier. Lieblingszauber bei COC? Rage. Zauber. Wohlzauber. So, jetzt normale Fragen. Lieber 1 Million Euro oder 1 Million Abos? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde mich doch für die Abos entscheiden. Hätte man im Endeffekt mehr von, also. Glaube ich zumindest. Wobei, 1 Million Euro. Natürlich könnte man jetzt die Videos monetarisieren, aber 1 Million Euro ist auch schon einiges, ne?
Da könnte ich mir zum Beispiel eine neue Game Capture Card kaufen. Und eine PS4 mit Until Dawn und The Last of Us Remastered und... Ah, ist ja so wunderschön. Weiß ich nicht. Wobei, na, weiß ich nicht. Das ist eine schwere Frage. Ja, doch. Millionen Abos, Millionen Euro. Weiß ich nicht. Du hättest eine Pistole und müsstest jemanden erschießen. Ah, jetzt, weil ich die Frage lesen wollte, bin ich in den Tod gestürzt. Dich oder deine Freundin, dich oder deine Mutter, dich oder deinen besten Freund, dich oder einen Lieblings-YouTuber. Warum muss man überhaupt einen erschießen, wenn man eine Pistole hat? Wird man dazu gezwungen oder wie? Weiß ich nicht, also. Soll ich das jetzt... Okay, dich oder Freundin? Kommt drauf an. Wie lange ich mit der Freundin zusammen bin? Wenn das jetzt irgendwie ein Monat wäre oder so, würde ich sie erschießen, ganz eiskalt. Sage ich jetzt einfach mal so, aber wenn ich jetzt so mehrere Jahre mit der zusammen wäre, wüsste ich es nicht. Dich oder deine Mutter? Pff, das sind auf jeden Fall geile Fragen, die ihr mir immer stellt. Ich glaube eher mich. Mich oder meinen besten Freund? Ist auch eine schwere Frage. Ich glaube auch eher mich. Mich oder Lieblings-YouTuber? Lieblings-YouTuber. Was ist dein Lieblings-SCP? Ah, ich kenne den Namen von meinem Lieblings-SCP nicht, aber mein Lieblings-SCP kommt in SCP Containment Breach, dem Horrorspiel, vor und das ist so ein intelligenter Typ, der auch so sprechen kann und so, und der ist mega creepy, finde ich. Würdest du lieber ertrinken oder lebendig gefressen werden? Lebendig gefressen, na, wobei, lieber ertrinken, sagen wir so. Ich stelle mir vor, dass das lebendig gefressen werden echt ekelhaft sein kann und das tut bestimmt weh. Bei einer Zombie-Apokalypse hättest du als einziges noch ein Auto. In diesem sind noch vier Platz drin. In diesem wären noch vier Platz drin. Wen würdest du mitnehmen? Ja, wenn auch gerade am Leben ist, ne? Wahrscheinlich meine Eltern, würde ich mal so behaupten. Wenn sie natürlich noch leben. Es kommt drauf an, wer lebt jetzt noch und wer ist schon tot. Es sei denn, es leben alle noch. Und ein Kumpel. Ich glaube, so will ich das machen. So, mir fällt nichts mehr ein. Bis nächste Woche. Okay, dankeschön für die Fragen auf jeden Fall. Ich freue mich immer wieder... Zur nächsten Frage. Ich freue mich immer wieder, wenn mir wirklich Fragen in den Kommentaren gestellt werden für die nächste Mario Kart-Folge. Das freut mich immer. Es freut mich wirklich sehr, mit euch zu kommunizieren über Fragen, /Themen. So, Cedric hat mich auf Skype gefragt. Der Erste, der auf Skype eine Frage gestellt hat, könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr mich auf Skype habt. Und wenn nicht, dann ist mein Skype-Name unten in der Beschreibung, falls ihr euch noch nicht auf Skype habt. Wie stehst du zu Minecraft? Magst du das oder nicht? Ich mag das nicht, also ich bin nicht so der Fan von Minecraft. Muss ich so sagen. Was hast du gespielt, als du 12 warst? Hauptsächlich wirklich Nintendo-Spiele und auch, ich war da auch ein richtiger FIFA-Suchti. Inzwischen hat das mit FIFA aber schon etwas abgenommen. Aber hauptsächlich damals Nintendo, muss ich so sagen, ja. Da habe ich auch ein Jahr später direkt die Wii U bekommen. Und ja, da wurde gesuchtet. Das hat Spaß gemacht. Okay, so, zur nächsten Frage. Die nächste Frage, ja, die hat schon etwas Besonderes. Die hat mir der Jonas Kraus auf Skype geschrieben. Was glaubst du, wie lange die Menschheit noch existiert? Ich meine wegen der Umweltverschmutzung durch die Industrie und so, Klimawandel, die Naturkatastrophen auslösen und so weiter. Oder glaubst du, die Menschheit wird es nur rechtzeitig schaffen, erfolgreich dagegen was zu unternehmen? Das ist eine wirklich geniale Frage, wo ich jetzt drauf eingehen werde. Ich schätze mal, das nächste Rennen werden wir auch noch brauchen, um darauf einzugehen. Also, wie lange denke ich, dass die Menschheit noch überleben wird? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich denke aber nicht, dass die Menschheit im Endeffekt durch Naturkatastrophen oder so ausgelöscht wird, sondern wegen Maschinen. Denn wenn ich mir mal so ein paar Reportagen angeguckt habe, so... Nein, 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 nein! Mist! Egal. Wenn wir noch Erster werden, passt das, denn ja, ich habe mal eine Reportage letztens gesehen und zwar ist es momentan möglich, momentan nicht, aber Wissenschaftler probieren das gerade aus, ob es möglich ist, Roboter zu bauen, die von alleine Dinge lernen und die dann im Endeffekt klüger werden als die Menschen. Und wenn man doch sowas baut, das ist doch eine Vernichtungsmaschine. Warum will man so etwas bauen, das verstehe ich nicht. Das ist
ein Schuss ins eigene Bein, würde ich mal sagen. Aber nicht nur solche Maschinen werden im Endeffekt der Untergang für die Menschheit sein. Ich denke mal, ja. Also klar ist auf jeden Fall, wir löschen uns selber aus momentan, was wir halt so machen, wegen den ganzen Umweltverschmutzungen etc. Und in den letzten Jahren hat die Ozonschicht ja auch gewaltig abgenommen, beziehungsweise ist gewaltig zerstört worden. Und ja, es wird immer wärmer auf der Welt und was man auch sieht, am Nordpol, Südpol, das Eis schmilzt und der Meeresspiegel steigt. Zum Beispiel so ein Land wie England wird auch in dem nächsten Jahrhundert, glaube ich, sogar kleiner werden, weil halt das meiste Land dann halt Wasser ist, beziehungsweise überflutet wird. Und das liegt daran, dass der Meeresspiegel immer weiter steigt. Und das ist zum Beispiel eine Folge, die wir im Moment haben von den ganzen Umweltverschmutzungen. Was dann noch alles kommt, ist echt heftig. Und wenn man sich überlegt, dass die Jahresdurchschnittstemperatur ja von Jahr zu Jahr immer wenig steigt, beziehungsweise Jahrzehnte, das ist schon etwas, wo man langsam eine Lösung finden muss. Klar, also hier in Deutschland werden bis 2020 ja auch alle Atomkraftwerke ausgeschaltet sein, die auch beachtlich wirklich die Umwelt ein bisschen zerstören. Und das ist auch relativ gut, denn wenn man sich so die Katastrophen von damals, Tschernobyl oder Fukushima, halt 2011 noch anschaut, dann hat man ja gesehen, was diese Katastrophen im Endeffekt bewirkt haben und das ist nicht von schlechten Eltern, würde ich mal so behaupten. Und deswegen sollte man aufpassen, was man dann so im Endeffekt macht. Gut, das war jetzt meine Meinung dazu. Ich habe aber noch nicht gesagt, wie lange ich denke, wird die Menschheit noch existieren. Also ich würde sagen, 1000 Jahre mindestens noch. Also ich werde es auf jeden Fall nicht über mitbekommen. Beziehungsweise wir werden das wahrscheinlich nie mitbekommen, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Aber ich weiß es nicht. Man muss gucken. Ich hoffe mal, dass wir doch die Kurve bekommen und dass das Leben so gesehen auf der Erde irgendwann weitergeht für die Menschen nach uns. Dass sie da nicht unter unseren Fehlern so gesehen leiden müssen. Es ist ja nicht direkt unser oder mein Fehler oder von dir der Fehler. Ja, genau du, der da gerade das Video guckt. Sind nicht unsere Fehler halt. Es sind halt die Fehler der Regierung zum Beispiel. Ja, der Regierung kann man jetzt auch nicht sagen, ne? Sagen wir die Fehler der Menschheit, aber das kann man auch klar rechtfertigen, denn die Atomkraftwerke bieten wirklich einiges an Strom. Und da ist es ja klar, dass man nicht direkt das Atomkraftwerk ausschalten will, etc. Und ja, zum Beispiel China und China weigert sich zum Beispiel die Atomkraftwerke auszuschalten, da die Atomkraftwerke wirklich einiges auch dort an Strom bieten. So, ich würde sagen, bevor wir das Thema länger in die Länge ziehen, wir können ja in der nächsten Folge nochmal das Thema ansprechen, wenn ihr wollt. So, das war's mit der heutigen Mario Kart 8 Folge. Falls ihr Themen habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Das wäre mega pornös von euch. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.